Huhu, Pamela, du hast doch nicht alle Zebra im Zoo. Proletarier aller Länder. Haben Sie es mitbekommen? Der Pamela, der Bundesrat Pamela, will 15-Stunden-Arbeitstag und mehr Sonntagsarbeit einführen. Und zwar, dass anscheinend sonst Gefahr besteht, dass, Achtung, die Firmen ihre Arbeitsplätze ins Ausland verlegen. Nein, nicht ins Ausland! Ja gut, wenn man jetzt das so weiterdenkt, dann könnte man ja gar Kinderarbeit wieder einführen. Wäre sowieso praktisch. So könnte der Bützler seine Kurve gerade direkt das Fließband mitnehmen und so die teuren Kippenkosten sparen. Win-win! Apropos Bützer. Mandy, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 42 Stunden. Wo sind die Bützerbuben, wenn man sie einmal braucht? Zum Glück gibt es noch die furchtlosen Ritter von der Kommentarspalte. Habt ihr noch alle Streusel auf dem Kuchen? Wir leben weder in Asien noch im Mittelalter. Asien? Mittelalter? Nun ja, außer du lebst zufälligerweise in Luzern oder im Appenzell. Aber recht haben die Kommentarspalte-Schreiber, ja? Er hat nicht nur alle Streusel auf dem Kuchen, sondern auch wahlweise nicht mehr alle Frösche im Teich. Nicht mehr alle Latten am Zaun. Nicht mehr alle Kampfjets im Hangar. Ach, ich könnte 15 Stunden am Tag Online-Kommentar lesen. Experten sind sich einig, 15 Stunden am Tag arbeiten, das ist extrem gesundheitsschädigend. Da muss man ja direkt wieder anfangen rauchen und Kaffee trinken, dass man zu genug Pausen kommt. Apropos Kaffee, haben Sie das gelesen? Nestlé hat den langjährigen Rechtsstreit verloren. Sie dürfen ihre Nespresso-Kapsel jetzt doch nicht schützen. Auch irgendwie typisch Nestle, oder? Die ganze Welt abfacken, aber so kleine Alu-Kapseln, die wollen sie dann schützen. Und auch nicht alle Bohnen im Röstgehäuse. Das heisst, jeder Double kann jetzt die Kaffeekapseln noch machen. Sogar der Weinbauer Parmelin. Nespresso Primitivo. What else? Eh eine doppelte Idee. Kaffee, der sowieso schon so unökologisch ist, noch so klein abzupacken. Kleiner abpackt ist nur Koks. Hey, wenn ich sowieso schon keine Zeit mehr habe, um ins Gebirge zu gehen, von lauter arbeiten, kann ich wenigstens einen schönen Blick ins Kapselgebirge im Büro werfen. Wenn ich ein schlechtes Gewissen habe, dann kaufe ich mir halt einen Sparschäler aus Nespresso-Kapseln. Oder eine schöne Kette aus Nespresso-Kapseln. Recht haben Sie in der Kommentarspalte. Schaffen, sterben, willkommen in der Schweiz. Aber vorher noch ein Latte Merlot.